Willkommen zur Initiative Kommune und kommunale Unternehmen von lebenswerten Chemnitz. Wer meinen Vortrag im Mindslam vom 23.10. gesehen hat, hat auch bemerkt, dass es da etliche Kritikpunkte gab an der Einstellung von kommunalen Unternehmen und dem Oberbürgermeisteramt zu dem Thema, wie wird mit Wissen umgegangen, wie wird mit Kundenzufriedenheit umgegangen und dass es schwierig ist zu glauben, dass wir dieses perfekte Chemnitz schon haben, wo all diese Dinge keine Rolle spielen, so wie das aus der Rückmeldung der entsprechenden Unternehmen hinsichtlich kein Bedarf an einem Gespräch dazu hervorgegangen ist. Nun reicht es ja aber nicht nur zu meckern, wenn man nicht positive Angebote machen kann. Und in diesem Sinne ist am 2.11. das Angebot an all diese Ansprechpartner gesendet worden, dass doch die Mitarbeiter der Organisation oder auch die Personen selber an der kostenfreien Qualifizierung zum Wissensmanagement Professional berufsbegleitend daran teilnehmen können im Rahmen des Wissensmanagement MOOC 2017. An dieser Weiterbildung zum intelligenten Umgang mit Wissen nehmen derzeit über 900 eingeschriebene Teilnehmer, stand Anfang November, dran teil. Die Ausbildung ist auch nominiert zum OER Award 2017. Das ist eine Auszeichnung für die besten freien Bildungsinhalte und die besten freien Bildungskonzepte. OER steht dabei für Open Educational Resources. Das ist vor allem eine sinnvolle Weiterbildung für alle Mitarbeiter, die Personalverantwortung haben oder eine ähnliche Beziehung auch zu Kunden und zu Bürgern haben. Was allerdings das Traurige war, auch hierauf, auf dieses positive Angebot, was noch nicht mal Geld kostet, wo nicht mal ein Gespräch jetzt unbedingt erforderlich ist mit mir, ist keinerlei Antworten, keinerlei Reaktion der Angeschriebenen gab. Und dass wir auch feststellen konnten, es gab auch keine weiteren Teilnehmer danach aus Chemnitz selber. Und das ist halt relativ traurig, weil dadurch immer noch die Frage offen ist, wie begreift denn unsere Oberbürgermeisterin als Aufsichtsratsvorsitzende von vielen dieser kommunalen Unternehmen und die Geschäftsführung dieser Unternehmen, dass Themen wie intelligenter Umgang mit Wissen, eine verbesserte Unternehmenskultur, Mitarbeiterzufriedenheit und auch Bürgerzufriedenheit tatsächlich noch ein Thema sind in unserer Stadtverwaltung und unseren kommunalen Unternehmen. Das heißt, diese Frage bleibt weiterhin offen und wir werden versuchen, von Exchange dran zu bleiben und hoffen und denken, dass es in Zukunft vielleicht auch erste positive Schritte gibt, vor allen Dingen auch seitens dieser kommunalen Unternehmen und der Oberbürgermeisterin. Also vielen Dank für das Schauen des Videos.